Wir haben uns für das Interview eine recht ungewöhnliche Location ausgesucht. Das ist wahr, ja. Und zwar stehen wir hier in der Fischbar in Kiel, direkt an der Kiellinie. Und wollen auch mal so ein bisschen aktiv werden hier gleich, also dass Sie auch mal dass wir auch noch mal das ein oder andere Fischbrötchen belegen und uns währenddessen so ein bisschen über den Wahlkampf und das Wahlprogramm und so weiter unterhalten. Ja. Ja, vielleicht als kleine rhetorische Aufwärmübung würde ich Sie einmal bitten, kriegen Sie es noch hin, Fischers Fritze in die Kamera zu sagen? Fischers Fritze, Fischers Fritze. Sie sind ja jetzt 5 Jahre Ministerpräsident Schleswig-Holsteins gewesen. Das habe ich mir gut gemacht. Ja. Es könnten sich rein theoretisch noch mal 5 Jahre anschließen. So soll das sein, ja. Schleicht sich da nicht so eine gewisse Routine ein oder Langeweile? Also was tun Sie da selbst, um so ein bisschen frischen Wind reinzubringen? Wie gesagt, dafür muss ich gar nichts tun, weil das Tolle an dieser Aufgabe ist, dass Sie jeden Tag, wie Sie an dieser drolligen Arbeit sehen, die Sie mir gegeben haben, jeden Tag neue Herausforderungen bringt. Und das ist ein ganz großes Privileg. Sie hatten ja mal angedeutet, auch in einem Interview, dass Sie sich durchaus vorstellen könnten, nochmal beruflich andere Wege zu gehen. Ja. Müssen die Wähler eventuell damit rechnen, dass Sie vielleicht nicht mehr die gesamte Amtszeit Ministerpräsident bleiben? Nein, das müssen die Wähler nicht. Aber ich bin erst 54 und ich werde erst 54. Das heißt, dann bin ich 59. So, und zu Ende der nächsten Wahlperiode gucken wir mal, was das Leben sonst noch so bietet, ob das in Schleswig-Holstein bleibt oder woanders. Aber für die nächsten 5 Jahre möchte ich gerne Ministerpräsident sein. Schön nehmen, Mama. Zack, zack, zack. So ein bisschen Ketchup oder so macht ihr nicht drauf? Nö. Nö? Kurz zusammengeklappt. Ich bin ja so ein Fischfrikadellen mit Ketchup-Esser. Hier in so ein Tütchen rein. Okay. Und wenn man mag, dann oben noch ein bisschen so ein extra Stibber drauf. Ja, das ist gut. Und ein paar Lauchzwiebeln. So. Sieht doch ganz gut aus, oder? Ja. Für den Anfang. Also wenn wir davon ausgehen, das Fischbrötchen ist der Landtag und Sie sollten Ihre Lieblingskoalition darin reinmischen. Aha. Was würden Sie rauftun und warum? Also rot, grün, blau, weil ja. Ne, ja. Das ist, glaube ich, aus sich selbst heraus erklärend. Das hier haben Sie ja gerade zum Landtag gemacht. Mich interessiert ja mehr mein Kabinettssaal. Und in meinem Kabinettssaal sitzen ganz sicherlich Machen wir ein bisschen was sehr Rotes darauf. So, machen wir eine eigene Konstellation hier. Genau, essen werden wir es nachher. Überall schon rot. So, dann. Das ja, sehr gut. Dann kann ich noch ein bisschen mehr Soße machen. So, zack. Dann verteilen wir das mal ein bisschen hier oben. So, dann erklären wir mal dieses hier zu. Auch rot, aber wir brauchen ganz viel Rot. Mhm. So, und rote Zwiebeln, schön würzig. Wie Sozialdemokraten so sind. Ja. Darauf, um mal testen, ob es schmeckt, nehmen wir mal ein bisschen grünes Dressing. Ja. Ja, passt. Und diese Zwiebeln da machen einen extrem blauen Eindruck, finde ich. Das sind auch nicht so viele, sind auch nur 3-4%. Zack. Und das würzen wir, weil wir in der Tat eine sehr kraftvolle Regierung sind. Mit viel Pfeffer, muss nicht so viel Salz sein. So, ja. Weit. Und wie immer sind die Grünen relativ vorlaut und machen sich hier ein bisschen viel Platz. Aber am Ende kriege ich die alle wieder unter einen Deckel im Kabinett. So, zack. Passt. Ich glaube, das ist unverkäuflich, aber das esse ich dann gleich. Es wurde ja auch mal so ein bisschen Kritik laut an verschiedenen Dingen, die in den 5 Jahren vielleicht nicht ganz so gut gelaufen sind. Autobahnausbau zum Beispiel. Wie ist das denn, wenn Sie jetzt die Wahl gewinnen würden? Würden Sie mit dem gleichen Personal weitermachen oder welche Minister hätten vielleicht keine genau. Beschäftigungsgarantie? Alle, die weitermachen wollen, Anke Spornock will ja nicht, können gerne weitermachen, weil es ein gutes Team ist, weil wir alles gut vorangebracht haben, weil wir unseren ganzen Koalitionsvertrag gut abgearbeitet haben. Übrigens inklusive Autobahnausbau, über 13 Kilometer Autobahn, dreimal so viele Landstraßen wie unsere Vorgänger, also richtig erfolgreich in dem Bereich. Da reden ganz viele wie die Blinden von der Farbe, die da Kritik üben. Und die Ministerinnen und Minister, die das gut gemacht haben, mit denen mache ich es gerne weiter. Und beim SSW werden wir sehen, wen sie schicken. Bei den Grünen werden wir sehen, ob sie Robert Habeck wieder schicken, was mich sehr freuen würde.
gehe davon aus, dass Monika Heinold weiter Spaß hat, Finanzministerin zu sein. Ja, und ich bin für meine eigenen sozialdemokratischen Minister zuständig. Und da habe ich ein gutes Team. Wenn Sie mal zurückblicken jetzt auf die vergangenen 5 Jahre und noch mal so ganz ehrlich sind, was würden Sie sagen, was ist nicht gut gelaufen? Ach, das können Sie besser sagen als ich. Ich sage Ihnen lieber, was gut gelaufen ist. Wir haben die Zusagen eingehalten, die wir gemacht haben. Wir haben Bildung gestärkt. Wir sind Top-Land geworden im Bildungsvergleich. Wir sind Top-Land im Breitbandausbau in Deutschland. Wir waren, glaube ich, sehr vorbildlich bei der Integration von Menschen, die aus ganz schweren Situationen zu uns geflohen sind. Das haben wir sehr gut gemacht und wir haben jetzt 3 Haushalte vorgelegt im Überschuss. Wir haben 2 Haushalte im Entwurf positiv gemacht. Das ist seit den 60er Jahren nicht mehr gelungen. Wir haben 80.000 Jobs mehr als 2012. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung. Also alles in allem, glaube ich, ganz gute 5 Jahre für Schleswig-Holstein. Trotzdem will man sich ja jetzt auch vielleicht für eventuell sich anschließende weitere 5 Jahre neue Ziele setzen. Was ist das? Wo würden Sie sagen, also da möchten wir auf jeden Fall noch besser werden? Da möchten wir müssen noch besser werden in der Bildung. Wir müssen wollen eine 100%ige Unterrichtsversorgung haben. Da haben wir eine Menge aufgeholt, aber noch nicht alles erreicht. Wir wollen noch besser werden bei der Kostenfreiheit der Kitas. Wir sind ein Land, wo man noch sehr viel Gebühren zahlen muss in den Gemeinden für die Krippen und für die Kita-Plätze. Wir haben jetzt angefangen, die ersten 100 Euro an die Familien zurückzugeben. Und wir wollen, und dafür werden wir noch eine Legislaturperiode brauchen, in Schleswig-Holstein wie in Hamburg zu haben, dass junge Familien kein Geld mehr bezahlen müssen für die Krippe, sondern dass es gebührenfrei ist. Wir werden noch besser werden müssen bei der Frage, wie integrieren wir denn die Menschen, die zu uns kommen. Wir werden hier ein Teil von uns. Wir werden die hier arbeiten können, wir werden die in unseren Bäckereien arbeiten können. Und da muss noch eine Menge getan werden. Aber wir sind auf einem guten Weg, finde ich. Und das wollen wir gemeinsam mit allen Partnern in der Regierung tun. Und dann werden wir auch irgendwann eine A20 gebaut haben. Wenn wir alle Klagen, die Bürger ja vortragen dürfen, dann zu Gericht gehen, wenn wir die beantwortet haben, wenn wir dann vor Gericht auch gewonnen haben, dann werden wir Schritt für Schritt auch das vorangebracht haben. Nochmal zum Thema Bildung. Also ganz groß ist ja in der Diskussion auch immer noch G8, G9. Ich weiß auch selber so aus meiner Familie, meine Nichte ist 17, die Schüler finden das jetzt eher alle nicht so gut, dass sie jetzt so schnell zum Abi müssen sozusagen. Es sind ausgerechnet jetzt aber auch die neuen Jungwähler, die Sie wählen dürfen. Was sagen Sie denen? Also warum sollten Sie sie trotzdem wählen? Naja, auch wenn sie gegen G8 sind? Es ist ja ein bisschen drollig, dass die jetzt G8 fordern, oder G9 fordern, G8 eingeführt haben. Also es waren die Konservativen, die das wollten, es waren ja gar nicht wir. Und wir jetzt, die in Verantwortung stehen, sagen, ich kann das gut verstehen, was die jungen Leute sagen. Ich habe das als Papa ja auch gemerkt bei meiner Tochter, die war erster G8-Jahrgang und das war sehr mühsam für uns zu Hause. Aber was du auf gar keinen Fall tun darfst, dass du alle 4 Jahre oder alle 5 Jahre das Schulsystem änderst. Dann erreichst du nur eins, dass dir die Schule völlig bekloppt wird, dass die alle durchdrehen. Dass sie gar nicht mehr wissen, sind wir eigentlich gerade G8, G9 oder G7,5. Sondern wenn man sich mal entschieden hat, und das haben wir, dann sollte man so einen Weg auch eine lange Strecke gehen. Wir haben in Deutschland, die Hälfte des Deutschlands ist G8. In Europa sind fast alle G8. Dann gibt es in Deutschland ein paar Länder, die machen es so rum und so rum. Wir haben uns das für einen Weg entschieden. Du kannst G8 dein Abi machen, du kannst G9 dein Abi machen in Schleswig-Holstein. Du hast überall die Wahlfreiheit, ob du es auf einer Gemeinschaftsschule machst, auf einem Gymnasium. Und dann gucken wir in der Generation wieder drauf, ob wir es nachsteuern müssen. Und wie gesagt, ich bin gar nicht der G8-Anhänger. In einer anderen Welt würde ich mich, wenn ich das frei entscheiden könnte, vielleicht auch neu entscheiden. Ja. Aber wir haben uns jetzt entschieden und jetzt müssen wir ein bisschen Ruhe behalten. Jetzt müssen wir die Schulen stärken, die Lehrer stärken und das ist ein besserer Weg. Okay. Ja? Ich würde mal einmal zur nächsten Aufgabe gehen. Vielleicht könnten wir noch mal so ein bisschen frittieren. Könntest du mir vielleicht noch einmal ein bisschen was erklären? Oder eine Portion Fisch und Chips? Ja, das können wir mal machen, oder? Was immer Sie mögen. Ja. So, einmal das rein. Mhm. Und dann wieder zurück. Wie heißt es euer Fett hier? Bei 180 Grad sind das. 180 Grad, okay, wie zu Hause. Dann haben wir hier vorne unseren Fish and Chips Backfisch. Ja. Yeah. Das ist heute, glaube ich, Heck. Ja, sieht nach Heck aus. Ah, okay. Und dann nimmt man ungefähr so 2 Löffel, 4 von. Okay. Reicht einfach eine Portion. Was ist das für eine Marinade?
Das ist Bierteig, den macht unser Chef selber. Okay. Ich weiß nicht, was Geheimrezept? Ja, genau. So, eine. Also die Pommes brauchen so ungefähr 7 Minuten. 7 Minuten. Weiß, wie zu Hause in meiner Fritteuse. Ja. So. Ja. Okay, dann warten wir wie lange mal ab. Wie lange braucht der Hecht? Der braucht nicht lange. Der ne? braucht nur 2 Minuten. 2 Minuten, ne? Ja. Okay. Dann frittieren Sie denn auch noch zu Hause? Ich nee, ich überhaupt nicht. Wir haben gar keine Fritteuse. Nee. Das ist aber schade. Haben Sie eine zu Hause? Ja, natürlich, oder? Klar. Ja? Ja. Und was machen Sie da immer so? Was gibt es da bei Ihnen? Ja, Pommes. Pommes. Ja, ich würde ganz gerne noch mal einmal so ein bisschen auf die Jugend zurückkommen, die ja, ja, wie gesagt, jetzt ab 16 auch wählen darf. Und da ist die CDU ja relativ aktiv, was so die Kampagne auch bei Instagram beispielsweise angeht. Haben Sie da keine Angst, dass die Konkurrenz Ihnen da so ein bisschen die Jungwähler abgreift? Nö. Warum nicht? Weil wir selber gute Kampagnen machen. Wir haben super tolle junge Leute, die uns im Wahlkampf unterstützen. Die Jusos sind echt eine Macht. Und wir machen das ziemlich witzig und ziemlich klug, sehr authentisch. Nö, habe ich keine Angst. Sie sind auch selbst nicht bei Instagram, glaube ich, angemeldet nee, oder bei Twitter, nicht. Ne? Nein. Haben Sie mal drüber nachgedacht? Oder? Ich habe lange Twitter gemacht und fand es irgendwann ein Format, das nicht zu mir passt. Mein Leben in 160 Zeichen zu fassen, das war nicht dolle. Und es gibt andere Plattformen, auf denen ich authentischer bin und das passt besser zu mir. Okay. Ja, ein Thema, auf das ich noch zu sprechen kommen wollte, ist das Thema Umweltschutz. Okay. Hat ja einen großen Stellenwert im Wahlprogramm der SPD. Ja. Und jetzt würde mich mal interessieren, was macht denn Thorsten Albig persönlich so beim Thema Umweltschutz? Also fahren Sie mit dem Fahrrad zur Arbeit oder gibt es da sowas, was Ihnen da besonders am Herzen liegt? Also persönlich macht er ja das, was wir alle so machen. Er versucht, ordentliche Sachen zu kaufen. Er versucht, darauf zu achten, dass die Lebensmittel, welche sind, die aus vernünftiger Landwirtschaft kommen, also aus einer, die auf unsere Natur achtet, dass wir nicht ganz so viel Fleisch essen. Aber wir essen auch Fleisch, aber ein bisschen weniger, als man es früher gemacht hat. Dass das Obst von Landwirten kommt aus der Region, dass wir aus einem Wochenmarkt was kaufen. Aber trotzdem gibt es auch mal ein Espresso aus einer Kapsel. Wie in vielen Leben gibt es auch mal Verstöße gegen das, was man tut. Es gibt auch mal einen Burger, wo man weiß, vielleicht nicht das Nachhaltigste. Ich fahre selber privat nicht viel Auto, aber in meinem Dienst achte ich darauf, dass wir Dienstwagen kaufen. Und ich habe natürlich einen großen Dienstwagen, der dann eben nicht mehr als 140 Gramm CO2 ausstößt und der Motor eben nicht ganz so groß ist. Und so muss man es versuchen, immer in der Balance zu halten. Und ja, dann trennen wir den Müll und was man so macht. Ne? Ja, okay. Also ich zeige Ihnen jetzt die einzelnen Begriffe und Sie antworten mit Daumen hoch oder Daumen runter. Fahrverbote für Dieselautos. Behördengänge per Smartphone. Immer Schweinefleisch in öffentlichen Kantinen. Kostenloser öffentlicher Nahverkehr für alle. Zweisprachige Verkehrsschilder. Mehr Kreuzfahrtschiffe auf der Kieler Förde. Ölbohrungen in der Nordsee. Grenzkontrollen. Pkw-Maut. Härteres Durchgreifen gegen Terrorismus. Ausbau der Windkraft. Fehmarn-Weltquerung. Und bedingungsloses Grundeinkommen. Dann haben Sie es geschafft. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Bye.